Ja, hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem Nachfolgeinterview zum Seelennahrungskongress. Der Seelennahrungskongress ist vorbei, aber er schwingt ja immer noch in der Atmosphäre, er schwingt um uns herum und ich habe heute das große Vergnügen und die Ehre, die Norma Bendt hier zum Interview begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Norma. Hallo liebe Susanne, vielen Dank, dass ich nochmal nachrutschen darf. Dankeschön. Sehr gern. Das hat leider vor dem Kongress dann doch, war das doch zu knapp und sonst wärst du auch mit dabei gewesen. Aber fühle dich einfach willkommen im Kreis der vielen Speakerinnen und Speaker zum Thema Seelennahrung. Sehr schön. Norma, ich habe gelesen, weil wir kennen uns ja auch eigentlich überhaupt nicht, obwohl wir schon ein bisschen in Kontakt sind. Mhm. Aber ich habe gelesen, du bist, wie nennst du das, Energiewandlerin. Mhm. Das hat mich natürlich total fasziniert. Ich kenne auch inzwischen schon ein bisschen deine Story, wir haben uns ja unterhalten. Mhm. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was ist das Energiewandlerin und was trittst du eigentlich auf und was macht dich aus? Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe mir selbst diesen Namen verpasst, die Energiewandlerin, weil ich zwischendurch überlegt habe, was mache ich eigentlich? Was ist eigentlich für die Menschen da draußen, wie können die es am schnellsten vielleicht greifen oder verstehen, was ich tue? Und zwar ist es so, dass ich eine Hybridseele bin 40 Jahre alt, habe 3 kleine Töchter und bin eine sogenannte Hybridseele. Das heißt, ich bin eine Mischung aus Engel und Mensch. Und ich transformiere Zeit meines Lebens schon Energien tatsächlich. Bin also hypersensibel und habe wirklich schon in meiner Kindheit immer bei mir die Verantwortung gefühlt, für andere Menschen die Energien zu wandeln, im Sinne von, ich habe sofort gespürt, wie geht es jemandem, wie ist die Stimmung in Räumen und habe sofort versucht, das zu wandeln und anzuheben und es Leuten leichter zu machen und sie zu befreien von Themen, von Gefühlen, von Stimmungen. Und das lief ganz, ganz lange, bis letztes Jahr lief das tatsächlich unbewusst und das klingt auch nicht so gesund, war es auch nicht, alles aufzusaugen und mich immer verantwortlich zu fühlen. Und ich habe das letztes Jahr komplett gewandelt, tatsächlich, und tue das jetzt sehr bewusst. Und zwar arbeite ich mit Menschen, vor allem mit Frauen, und biete zum Beispiel monatliche Lichtkreise an. Das sind Energieübertragungen in der Gruppe, wo ich telepathisch Energien fließen lasse, immer zu einem bestimmten Thema jeden Monat, und wo sich ganz viel bewegt im anderen, im Empfangenden, manchmal ganz zart und still, manchmal sehr fulminant wie ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. Also es gibt ganz, ganz spannende Rückmeldungen darauf. Und was ich eben auch mache, ist, dass ich Menschen dabei begleite, ja, wieder in Kontakt mit ihrer Seele zu kommen. Und das ist zum einen durch eine Soul Session. Das ist eine Verbindung, die ich eingehe zu meinem Gegenüber auf Seelenebene und wo ich ganz klare, ganz viele, ganz wunderschöne Botschaften empfange, was gerade für den anderen sehr wichtig ist, warum er hier ist, warum sie hier ist auf Erden, was der Auftrag ist, was auch immer für Fragen die andere Person an ihre Seele hat. Das schickt sie mir vorweg und ich frage das dann in der Verbindung mit der Seele und bekomme immer Antworten und ganz, ganz tolle Antworten. Und genau, und was dabei eben auch passiert ist, nicht nur, dass ich sozusagen diese Botschaften empfange und diese Bilder bekomme, sondern es gehen auch Prozesse in Gang dabei. Also da passiert wirklich auch auf körperlicher Ebene was. Ich sehe ganz oft erstmal den Körper vor meinem inneren Auge und spüre, wo ist da noch irgendwas blockiert, wo braucht es was, wo sind noch Themen, was hängt vielleicht noch an den Schultern, wo zieht es? Und dann frage ich oft, was brauchen wir jetzt, damit sich das lösen kann, wandeln kann? Und dann kommt irgendwas und dann geht es sofort in die Transformation. Und das ist das Schöne, dass in diesen Begegnungen eben nicht nur ein Seelenreading stattfindet, sondern dass eben auch Prozesse in Gang kommen und sich Dinge bewegen tatsächlich und Energien sich wandeln. Genau, und dann biete ich eben auch noch eine größere Begleitung an. Die habe ich Seelensturm getauft. Und das ist ein ganz, ganz wundervolles
Mentoring, in dem ich wirklich Frauen dabei begleite, auszusteigen. Auszusteigen aus dem Alten, aus dem Engen, aus dem Verkopften, aus dem Grübeln, aus dem Kopfzermartern und sich wirklich in jedem Moment mit ihrer Seele verbinden zu können und die zu befragen und nichts anderes. Und dann eben auch wirklich diesen Impulsen zu folgen, denen zu vertrauen und dann zu folgen und umzusetzen. Und das ist etwas, was ich mir selber geschenkt habe zum Ende des letzten Jahres, also 2019. Wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Und was bei mir nochmal, mich nochmal viel, 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 viel mehr in meine eigene Tiefe gebracht hat und in mein eigenes Fühlen gebracht hat und was mir einfach so sehr entspricht, weil ich so ein Fühlewesen bin und eben alles fühlen kann, ganz schnell, wenn ich das möchte und wenn ich das entscheide für mich und wenn auch der andere bereit ist, dass ich ihn oder sie fühlen darf, genau. Wow, das war ja schon mal, du sprichst vom Seelensturm, also es ist schon mal ein Sturm, eine Flut an Informationen gewesen, die vielleicht komplett neu auch sind für die einen oder den anderen. Ne? Mhm. Dass es so etwas gibt wie Hybridseele, höre ich von dir auch das erste Mal. Mhm. Da möchte ich vielleicht, bevor wir gleich zu dem, ist ja alles so interessant, zu deinem interessanten Wirken im Hier und Jetzt nochmal darauf eingehen, möchte ich gerne nochmal fragen, Hybridseele, wie bist du darauf gekommen, dass du eine bist? Mhm. Ist dir das selber bewusst geworden oder hast du das gechannelt? Wie ist dir das klar geworden, dass du eine Hybridseele bist? Also das ist nicht von mir alleine, also durch mich alleine gekommen. Ich wusste wohl, dass ich mein ganzes Leben extrem feinfühlig war, dass ich viele Dinge wahrgenommen habe, die andere nicht wahrgenommen haben. Und ich habe darüber schon mal ein Buch gelesen von Baha Yilmaz, die hat diesen Begriff so geprägt und konnte damit aber gar nichts anfangen. Also es hat nichts Klick gemacht in mir, als ich darüber gelesen hatte. Ich dachte nur, oh, ist ja spannend, ist ja toll, was es alles gibt. Und dann war ich tatsächlich im letzten Jahr in einem Coaching und mein Coach, also diese Frau, die mich da begleitet hat, die hat mir das irgendwann nochmal ganz klar auf den Kopf zugesagt. Und das war wirklich der Aha-Moment und es war wirklich schräg, weil ich da immer wieder in ihrem Programm ganz tief eingetaucht bin in mich, in meine Essenz, mich immer wieder verbunden habe mit dem Licht in mir und es kamen ganz viele Sätze und ich habe immer ganz viel gehört, bringe das Licht, hilf ihnen, sich nicht zu verirren. Also es waren ganz viele Botschaften an mich gerichtet aus meinem innersten Raum. Und ich habe mich mit Flügeln gesehen und trotzdem konnte ich es immer noch nicht greifen, was ich jetzt eigentlich machen soll und was mein Auftrag wirklich ist. Und dann saßen wir in einem Call zusammen und das waren mehrere Frauen. Und sie sprach dann darüber, ja, Menschen wie du, die, also du trägst ja eine ganz hohe Frequenz in dir und es gibt ja solche Erdenengel und so. Und ich habe das immer noch nicht gecheckt, dass sie mich meinte und saß da immer und dachte, mit wem redet sie jetzt? Also mit wem spricht sie jetzt eigentlich hier aus der Gruppe so? Und sah dann irgendwann, da reagiert gar keiner. Ne? Also keiner sagt was dazu. Und dann meinte ich irgendwann, sag mal, meinst du mich damit? Und dann hat sie gesagt, ja, ich rede die ganze Zeit über dich. Und dann habe ich gesagt, ich? Niemals, niemals. Nein, das kann gar nicht sein. Da musst du dich täuschen. So, das war das Erste, was hochkam. Ne? Das war so... kann nicht sein. Ist zu viel für ihn hier oben, ne? Für meinen Verstand. Der war da gleich so, hat gleich alles abgeblockt und hat gesagt, nee, das geht nicht. Sowas gibt's doch gar nicht. Ist doch alles Quatsch. Und dann habe ich das aber doch mal irgendwie so langsam in mich sinken lassen. Und dann waren die ersten Schritte tatsächlich, das erstmal für mich anzuerkennen, dass das wirklich sein kann. Also ich wusste ja, dass es solche Menschen gibt. Aber dass ich das nun sein soll, das war irgendwie total strange am Anfang. Und dann habe ich aber wirklich mir erlaubt, mir das mal vorzustellen, dass das wirklich so ist. Und dann merkte ich schon das Gefühl dabei, ne? Alles wurde ganz flirrig in mir und kribbelig und es fühlte sich so gut an und so stimmig. Und ich habe so Zettel geschrieben, habe mich raufgestellt, ob ich das bin oder nicht. Und es kam immer ein Ja. Es war immer Ja, Ja, Ja. Kinesiologische Tests, was ich alles gemacht habe. Damit mein Verstand da oben vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger wird, so.
Und dann habe ich es irgendwann einfach mal akzeptiert und habe gesagt, okay, du bist es eben. Du bist es. Und das war ganz spannend, weil ich wirklich fast, also da war ich 39 und ich habe mein ganzes Leben danach gesucht und habe immer gemerkt, irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß noch nicht, wer ich wirklich bin oder irgendwas ist so wie so ein Puzzleteil wirklich, was noch zu mir kommen sollte. Und dann hatte ich es, geliefert bekommen auf einem Silbertablett. Und dann dachte ich, ja, super, deswegen hast du ja auch dieses Programm gebucht und jetzt hast du es. Was machst du jetzt damit? Naja, und dann ging der Weg halt weiter. Also dann bin ich ziemlich schnell damit rausgegangen, bin ganz doll über meine Angst gesprungen, mich damit zu outen, weil mein Kopf da sonst was für Programme abgespielt hat, was alles passieren kann. Also wirklich Todesängste, die da aufkamen. Scheiterhaufen Bilder habe ich gesehen. Also es waren, glaube ich, auch ganz viele kollektive Bilder, die dann einfach damit verknüpft waren, dass ich mich als Frau hinstelle, mir erlaube, herauszuragen und zu sagen, was ich wirklich bin und was ich kann. Und das war erstmal, da kam eine Welle von, wow, das kannst du nicht bringen, das steht dir nicht zu. Und ganz viel, tatsächlich ganz viel Angst vor, ja, vor Scham, vor wirklich vor dem Tod auch. Und das habe ich dann ganz fest umarmt, habe die Angst zu mir genommen und habe sie erlöst damit. Und seither bin ich auf meinem Weg und das war so gut zu springen, weil sich daraus so viele wunderbare Dinge entwickelt haben. Ja, ganz, ganz toll. Meine Güte. Ja. Wow. Das war entspannt. Ja. Und das alles im letzten Jahr mit 39. Genau. Das ist ja wirklich, also ich bin wirklich beeindruckt. Es spricht ja aus dir wirklich auch, weil du auch sagst, die kollektive Erfahrung, das kennen vielleicht auch einige von den Zuschauerinnen oder auch Zuschauern, ne, dass wir wirklich diese Zeiten, die gab es ja und unsere Seelen, wenn wir damals auch schon inkarniert waren, die haben das gespeichert. Ja, absolut. Ja. Ich glaube auch, dass das eine große, du bist so ein typisches Beispiel oder ein gutes, sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich auch dafür, was in uns, die wir vielleicht mit unserer Gabe rausgehen wollen, was in uns auch für Prozesse ablaufen können. Genau. Und, aber du sagst, du hast, um dann das zu überwinden, du sagtest, du hast deine Angst umarmt. Mhm. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber sprechen? Denn das finde ich total spannend. Wie können wir zum Beispiel auch damit umgehen, wenn wir Angst haben, uns zu zeigen und rauszugehen, mit dem, ja, was wir können, genau, haben? Ja, also das im Prinzip ist es einfach Hingabe, einfach, ne? In Anführungsstrichen. Sich hinzugeben ist ja dann eben nicht immer so einfach. Und doch ist es das Wichtige, über diesen Stopp, dieses, nee, lieber nicht, da habe ich jetzt, ist mir jetzt zu krass, da habe ich Angst vor, das fühlt sich nicht gut an, ich werde ganz traurig, ich bin ganz panisch vielleicht auch, habe Fluchtgedanken, will einfach nur weglaufen und mich wieder verkriechen und mich doch wieder klein machen. In dem Moment zu fühlen, was da ist und das zu akzeptieren, also das war wirklich ganz, ganz spannend. Und ich weiß noch, dass diese Angst hochkam, als ich mit meinen Zwillingsmädchen draußen war. Die waren da, wie alt waren die da? 10 Monate alt. Da schob ich irgendwie draußen, die haben geschlafen. Und ich spürte, dass diese Angst wieder hochkommt, weil ich mir in Gedanken vorgestellt habe, ich gehe jetzt raus und ich sage, ich bin ein Erdenengel. So. Und dann ging es sofort los. Und ich habe gedacht, nee, krass, boah. Und habe gemerkt, wie diese Angst mir Tränen in die Augen transportiert und habe dann wirklich einfach geweint. So, ich habe das einfach zugelassen und habe draußen, und es war mir scheißegal, was da für Leute vorbeigingen, es war einfach der Prozess, der genau dann passieren wollte, als ich da unterwegs war. Und habe geweint und habe die Hand auf mein Herz gelegt und habe gesagt, okay, alles, was jetzt irgendwie fließen will, kommt jetzt raus, und habe meine Augen dabei geschlossen. Und dann kamen diese Scheiterhaufenbilder und dachte, krass, was da alles mit verknüpft ist. So einfach hinschauen, fühlen, anschauen, nicht weggucken, bleib da, bleib im Gefühl, lass es fließen. Und dann irgendwann war klar, okay, und jetzt, liebe Angst,
ich habe erkannt, das war so, das passierte in diesem Prozess, dass auf einmal klar war, warum die Angst überhaupt da war. Die wollte mein Leben schützen. Die wollte nicht, dass ich rausgehe. Die wollte nicht, dass ich mich zeige. Die wollte nicht, dass ich herausrage, sondern die wollte mich schön da halten, wo ich bin, aus Angst um mein Leben. Also das war so ein Geschenk, habe ich gleich wieder Gänsehaut dabei, so ein Geschenk, das zu erkennen, was meine Angst eigentlich für mich getan hat die ganze Zeit. Dass sie nichts ist, was ich von mir wegstoßen sollte oder wollte, sondern es ist wie meine Verbündete war im Prinzip, dass die da war und mein Leben beschützt hat. Und dann habe ich sie einfach wirklich mir vorgestellt, sie ist da als Energie und habe sie in mein Herz genommen, habe sie wirklich umarmt. Also ich habe mir vorgestellt, wie sie hier in meinem Herzraum ankommt, ich die Arme um sie schließe und sage, du wunder, wunder, wundervolle Angst, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich so beschützt. Und jetzt zeige ich dir mal und ich sage dir mal, wo ich heute lebe. Ich bin hier sicher. Ich bin so wundervoll geborgen in diesem Land, an diesem Ort. Ich bin sicher in mir. Und es geschieht mir nicht mehr, dass ich umgebracht werde. Es wird nicht passieren, auch wenn ich mich jetzt zeige mit dem, was ich wirklich bin. Und das war ein unglaublicher Moment, weil das ein ganz, ganz tiefer innerer Frieden war, der plötzlich sich ausbreitete. Und dann war wirklich auch klar, jetzt ist der Schritt, um wirklich rauszugehen. Denn diese Angst hat sich zeitgleich gewandelt. Also diese Energie hat sich auch wieder gewandelt für mich. Ich trug sie in meinem Herzen und sie war da irgendwie angekommen, auch wie so ein kleines Kind, einfach was jetzt bei mir sein durfte und sich einfach entspannen durfte. Das war so wie, als ob die da jetzt in der Hängematte einfach immer so chillt und einfach da ist und genießt, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Also das war ganz schön zu fühlen. Und dann ist aus dieser Angst eine so starke Kraft entstanden, eine so wundervolle Energie wie eine Welle, die mich nach vorne getragen hat. Und dass sich das auch für mich total gewandelt hat, dass diese Angst die ganze Zeit auch eine Kraft in sich gedeckelt hatte, die jetzt aber wieder zu mir fließen konnte und die mich jetzt noch mehr empowered hat, sozusagen meinen Weg zu gehen. Das war ganz, ganz schön. Also mein Rat ist einfach zu fühlen. Also das, was da ist. Der erste Schritt ist Akzeptanz dessen, was da ist, das, was sich zeigt. Und dann wirklich, dass du dir erlaubst, dich hinzugeben an dieses Gefühl, was da ist, egal was es ist. Frust, Wut, Trauer, Schmerz, Angst, Freude, das machen wir dann ja gerne, uns da hinzugeben. Aber ganz egal, was es ist, nichts bewerten, sondern einfach nur zu sagen, es ist, was es ist. Okay, da ist Angst, okay. Und die fühle ich jetzt. Ich lasse sie jetzt mal zu mir kommen. Mir kann nichts passieren, ich bin safe. Und je öfter du das tust, desto schöner wird es, desto mehr bist du im Vertrauen, dass alles immer für dich geschieht, desto mehr fühlst du, dass da Geschenke auf dich warten dahinter. Und desto mehr entspannt sich auch dein Verstand, weil er lernt, dass es gut ausgegangen ist, schon beim letzten Mal und noch beim nächsten Mal und dann beim übernächsten Mal. Und ich glaube tatsächlich auch auf körperlicher Ebene, dass so wirklich die neuen neuronalen Bahnen entstehen bei uns im Kopf, dass wir wirklich durch das Fühlen gehen, durch das Erleben gehen und dass wir wirklich das Neue, ja, anerkennen und erfahren, begreifen, fühlen für uns und dass so wirklich neue Wege für uns auch im Hirn entstehen, dass wir uns anders entscheiden beim nächsten Mal. Ja. Ja, toll. Das ist ja fast schon eine Arbeitsanleitung, die du uns hier hast. Ja. Eine Schritt-Anleitung finde ich total gut. Ja, weil gerade diese Angst, ne, viele haben ja Angst vor der Angst, ne? Viele, ja, klar. Denken ja auch, oder viele weiß ich jetzt nicht, aber ich habe halt mit einigen gesprochen, die sagen, nee, das ist so ein blödes Gefühl, da will ich einfach nicht reingehen. Ist ja, ja auch total. Weil indem du da dich wehrst gegen, blockierst du dich ja auch, ne? Ja, und sie wird ja stärker, sie klopft ja immer wieder an, weil es ja ein Geschenk dahinter gibt. Also es ist ja irgendwas, was, es ist so wie, als wenn die Angst obendrauf liegt und dahinter ist die eigentliche Energie, die endlich wieder für dich fließen will, die dich
wirklich erfüllen will auf Zellebene und dich wirklich fluten will mit ihrer Kraft, mit ihrer Sanftheit, was auch immer dahinter steckt. Aber je mehr wir sie deckeln, es ist wirklich wie so ein brodelnder Topf und irgendwann knallt er halt nach oben. So, dann wird es vielleicht krass mit der Angst, aber ja, die ist einfach ganz wichtig und immer ein guter Hinweis, wo es lang geht tatsächlich auch, was der nächste Schritt sein könnte. Und ich habe jetzt schon die letzten Tage zwei Riesenängste von mir wieder aufgelöst oder bin dem begegnet. Und das ist schon toll, also sich das selber zu erlauben und mutig zu sein und zu springen. Es gibt ja immer wieder Dinge. Das stimmt, ja. Ne? Je weiter wir gehen, umso mehr neue Dinge begegnen uns ja auch. Ne? Genau. Das geht ja nicht, wenn wir am Anfang eines Weges sind, haben wir ja noch keine Ahnung, was da hinten auf uns wartet. Aber das ist das Interessante eben auch. Ne? Ja, genau. Ja. Also du kannst das ja wunderbar selber anscheinend mit dir auflösen. Das ist ja auch schön, dass du deine Angst dann vielleicht dir auch vorstellst als Wesen, was du in den Arm nimmst oder als kleines Kind, was dann in der Hängematte chillt. Ne? Und dann ja, genau. Wird ja die Kraft daraus geboren. Total schönes Bild. Das ist ja nun manchmal, selbst wenn Menschen jetzt mit fantasievollen Gedanken und Ideen einhergehen, die zweifeln ja manchmal, ist das richtig, was ich da sehe? Ja, kann ich mir selber denn vertrauen? Ne? Da gibt es doch dann aber auch sicher die Möglichkeit, du hast ja schon erzählt, du machst Soul Sessions oder angenommen, jemand guckt das Interview, ne, und möchte sich dann an dich wenden. Mhm. Was wären denn da so für Möglichkeiten drin? Erzähl doch nochmal so ein bisschen. Genau. Was passiert in dieser Soul Session? Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, du schaust dir das an und löst das auf. Aber ich habe da noch keine richtige Vorstellung. Erzähl doch bitte nochmal, wenn ich zu dir komme. Ja, genau. Also diese Soul Sessions sind was ganz, ganz Wundervolles. Also da ist also eine Person, die entscheidet sich dafür und die sagt, ja, das buche ich jetzt. Ich habe immer wieder das und das Thema oder diese Frage stelle ich mir schon mein Leben lang. Warum ist das eigentlich so? Und das können alle Fragen sein. Ne? Das kann sowas sein wie, warum komme ich immer zu spät zum Beispiel? Oder wirklich, warum bin ich hier? Was ist mein Dienst hier auf Erden? Also es geht alles, wirklich alles, wirklich, wirklich alles. Und ich nehme dann diese Fragen, druck mir die aus, habe ein Foto von der Person dann und dann gehe ich in eine 30-minütige Verbindung und verbinde mich über das Bild mit der Person und lasse sie dann vor mein inneres Auge zu mir treten und bitte eben vorher darum, dass wir uns auf Seelenebene treffen und das passiert und ich sehe dann diese Person, wie sie erscheint vor meinem inneren Auge und häufig sehe ich halt direkt erstmal so, wie sie erscheint, ist ganz spannend. Manche kommen raus und sagen, boah, hier bin ich, ganz aufgerichtet, ganz klar. Andere kommen so geduckt, wieder andere gucken so auf ihre Füße und scharen im Sand gefühlt, weil sie denken, was soll ich hier, was passiert hier gleich? Also ist ganz spannend. Und dann passieren eben schon die ersten Dinge. Also dann sehe ich, da hängt irgendwie was am rechten Fuß, es fühlt sich schwer an und dann begleite ich das oder, also es ist halt bei jedem auch unterschiedlich, das ist ja auch so toll, dass wir wirklich einzigartig sind und das ist auch immer wieder eine Erfahrung, die ich da machen darf. Es hat sich noch nie was wiederholt in den Soul Sessions, noch nie. Ja, und dann, wenn sich sozusagen die ersten Prozesse gezeigt haben und abgelaufen sind und abgeschlossen sind, beginne ich diese Fragen zu stellen, wenn die sich nicht sowieso schon gezeigt haben, die Antworten. Und da war zum Beispiel von einer Frau mal die Frage, warum komme ich immer zu spät? Mein Leben lang schon. Und dann kommt die Antwort, das hat mit deiner Geburt zu tun. Und dann habe ich sie danach gefragt, wie war denn das bei deiner Geburt? Ja, die ist schon natürlich gestartet, aber dann wurde nachgeholfen irgendwann. Und sie durfte also nicht in ihrem Tempo auf die Welt kommen, sondern ihr Ankommen wurde beschleunigt. Und die Antwort ihrer Seele war, dass sie sozusagen ihr ganzes Leben lang versucht hat, wieder in ihr eigenes Ankommen zurückzukommen. Also ihre Zeit war eigentlich richtig, nur die Zeit der Welt um sie herum passte nicht für sie. Habe ich gleich eine ganz tolle Gänsehaut dabei. Also sind ganz, ganz tolle, spannende Antworten auf Seelenebene, die da zu mir kommen. Und das Schönste ist, sie kommen ja nicht von oben zu mir oder schon gar nicht von meinem Verstand, weil da passieren so viele Bilder. Also ich schreibe das danach immer auf,
als PDF und das sind oft 10 Seiten, die ich da schreibe. Also insofern ist es nichts, was von hier kommt, was ich mir ausdenken könnte, sondern es passiert so zack, 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 zack. Und die Prozesse laufen auch in einer Mega-Geschwindigkeit. Und das, was eben das Schöne ist, dass diese ganzen Bilder, diese Botschaften immer aus der Seele meines Gegenübers zu mir kommen. Also ich bin wie ein Kanal sozusagen, also wie jemand, der empfängt das. Ich verbinde mich mit dir zum Beispiel und du schickst mir aus der Tiefe deines Herzraums, aus der Tiefe deiner Seele die Bilder, die Botschaften, die jetzt wichtig sind für dich. Und danach treffen wir uns zum Nachgespräch und ich erzähle dir davon und gebe das an dich weiter. Und genau, davon bekommst du auch eine Aufzeichnung, weil diese Videogespräche immer sehr intensiv sind, sehr berührend sind, weil es ganz oft Tränen fließen, Tränen von, ja, ich erkenne mich darin, das ist meine Wahrheit, krass, so. Manche Dinge sind so groß, ich sehe Menschen dann in ihrer Mission und die sind so riesig und dass sie davon so, wow, erstmal völlig überwältigt sind und auch oft sagen, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und das darf sich dann tatsächlich auch erstmal setzen. Also genau, und dann passieren die nächsten Dinge für den anderen. Also dann kommen Impulse, Begebenheiten, Zeichen, ganz schöne Dinge, die sich dann entwickeln für die andere Person. Genau. Ja, das ist interessant. Also, denn da knüpft gleich meine Frage an. Ne? Du hast denn jemanden beraten oder jemandem dann seine Soul Session gegeben. Mhm. Und der oder diejenige geht dann in die Welt hinaus mit diesem Wissen, lässt das sacken. Mhm. Und mit diesen Erkenntnissen, die über dich geflossen sind. Und hast du dann auch so eine Art Feedback irgendwann mal? Also, ist das eingeplant oder sagst du einfach, wenn ihr Lust habt, dann meldet euch oder genau. Das verändert sich jetzt gerade. Ich habe nämlich gerade gestern Abend einen neuen Impuls bekommen, dass sich diese Soul Sessions irgendwie wandeln wollen, dass da mehr draus entstehen will, dass die wie im Zentrum sind und drumherum entsteht ein Energiefeld, wo noch mehr passieren darf. Ich habe es noch nicht konkret bekommen. Ich vertraue da meiner Seele. Die wird mir das dann in den nächsten Tagen, denke ich, senden, wie das genau aussehen darf. Bisher war es so, dass ich diese Verbindung gemacht habe und die Frauen mir dann oft danach schreiben. Manche sind auch erstmal in tieferen Prozessen und lassen es erstmal geschehen, lassen wirklich auch sich Zeit damit. Das ist ja auch total individuell. Es gab mal eine Frau, die, das war so krass, die hat diese Soul Session gemacht. Ich habe sie gesehen, wie sie auf großen Kongressen spricht, also wirklich physische Kongresse. Offline und die hat tatsächlich auch die Frage gehabt, warum sie immer nachts, hat sie gar nicht gehabt, das habe ich gesehen, genau. Ich habe gesehen für sie, dass sie auf großen Kongressen spricht und habe die Info bekommen, dass sie immer nachts zwischen 3 und 4 wach wird, weil dann jemand durch sie sprechen will, weil sie dann Botschaften empfängt. Und dann habe ich noch zwischendurch gedacht, ist es wichtig? Ach, egal, ich sag's ihr einfach im Nachgespräch und habe das getan. Und sie meinte, es ist ja krass, weil ich werde wirklich immer um 3:30 wach, Norma. Und ich liege dann immer da und ärgere mich und denke, wieso kann ich nicht schlafen? Ich möchte so gern wieder schlafen. Und jetzt weiß ich, warum. Und mit diesem Wissen, das waren nur 2 Botschaften davon von den vielen, aber dieser Kongress und das nächtliche Aufwachen, 2 Tage später hat sie mir geschrieben, dass sie tatsächlich eine Einladung bekommen hat, zu einem Kongress da zu sprechen und dass sie in der Nacht danach wieder wach wurde, sich hingesetzt hat und eine Botschaft empfangen hat, die sie auf diesem Kongress weitergeben darf. Und das war so, da habe ich schon wieder natürlich Gänsehaut, das war so krass. Sie schrieb mir das dann am nächsten Morgen. Ich dachte, das ist total abgefahren. So cool. Also so kann es auch gehen, so schnell, wenn die Seele gefühlt sowas von bereit ist und so am Start steht und die Frau als Mensch sich wirklich hingibt und sagt, okay, dann ist es so, ich öffne mich jetzt dafür, ich bin bereit zu empfangen. Und wenn ein Impuls kommt, und sie hat mir geschrieben, sie hatte totale Angst dazu zu sagen, aber sie wusste ja, dass sie dafür da ist, also hat sie es einfach getan. So.
Und das ist dann so wichtig, diesen Gefühlen von, ach, das wäre ja cool. Und bevor die Angst kommt, die sagt, nee, da kannst du dich nicht auf die Bühne stellen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann das trotzdem zu tun und deiner Seele wirklich zu folgen und die Energie nicht wieder abzuschneiden. Also das war wirklich sehr, sehr groß und sehr schnell. Und dann gibt es Frauen, die sich nach einigen Wochen melden und mir dann schreiben. Und das sind auch Dinge, die wirklich über Monate nachwirken. Also eine andere Frau, die hat mir immer wieder mal zwischendurch eine Nachricht zukommen lassen und hat gesagt, das ist alles so krass, weil es seither passiert bei mir, Norma. Ich kann dir das alles gar nicht kurz zusammenfassen. Ich will dich nur wissen lassen, dass hier gerade super viel passiert und ich total so gefühlt wie durchgewirbelt bin und die ganze Zeit passieren neue Sachen. Ich kann sie jetzt so anders sehen. Das ist es oft. Ich kann da so anders drauf schauen und kann das wirklich auch erkennen als Zeichen, als Geschenk, was mir bereitet wird und nicht einfach dran vorbeigehen und das gar nicht wahrnehmen, sondern ich weiß ja, ah, das hat was mit mir zu tun. Ja, so unterschiedlich ist das. Und ich bin eben, wie gesagt, jetzt gerade dabei, das so ein bisschen zu verändern und bin selber gespannt, wie es neu dastehen will. Da folge ich auch meiner Seele. Ja, toll. Also schon das, was du da an Beispielen gebracht hast, ist ja wirklich phänomenal. Ja, das macht auch so Mut und so Hoffnung, sich da auch reinzubegeben in solche Prozesse mit Hilfe von dir zum Beispiel. Ja, und dann hast du noch von diesem Sturm vorhin erzählt. Ist das nochmal was anderes? Ja, das ist nochmal was anderes. Das ist etwas, was jetzt gerade vor einigen Tagen oder vor einer Woche geboren wurde, zu mir gekommen ist. Und das ist ein mega transformativer Prozess. Deswswegen habe ich es auch Seelensturm genannt, weil dabei zu mir Bilder kamen von Frauen, wo ich wirklich gesehen habe, die haben Tornados in sich. Da wird wirklich auf allen Ebenen alles durcheinander gewirbelt. Und da wird alles auf den Kopf gestellt. Da sind Soge, ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl von Sog ist, auf jeden Fall, wird da richtig, richtig aufgeräumt. Innerlich, dann natürlich äußerlich, das passiert ja dann automatisch, aber ein Seelensturm, der keinen Stein auf dem anderen lässt und der wirklich, wenn die Frauen bereit sind dafür, der sie wirklich in eine andere Dimension gehen lässt, der sie wirklich aus der alten Matrix aussteigen lässt und sagt, okay, ab jetzt nur noch Seelenführung, nur noch Seelenführung. Und das sind, das erlebe ich eben selber gerade seit 3 Wochen und das ist so, das ist ein Mentoring, was ich mir selber geschenkt habe, noch im Dezember und das ist einfach so mega, es ist so groß und so wertvoll, weil ich jetzt weiß, es ist wirklich möglich, den Verstand zu beruhigen und diese ganzen Zweifel, diese ganzen Ängste, die ja natürlich immer mal auftauchen, aber die wirklich klein bleiben zu lassen, im Sinne von, wenn wir uns unseren Körper anschauen, dann ist der Verstand hier oben, das ist das kleine Stückchen sozusagen und der Rest ist aber Körper, ist Weisheit, ist Fühlen. Und wenn wir uns das so vorstellen, dass es bis hier sozusagen ein reines Empfinden, ein reines ein Gefäß ist, unser Körper, der so wundervoll ist, der unserer Seele einfach das Zuhause schenkt, sich zu erfahren, sich zu entfalten, zu atmen, zu schmecken, zu riechen, zu fühlen und uns da immer wieder bewusst machen, wie klein doch dagegen auch die Energie unseres Verstandes ist. Dann fällt es in diesem Seelensturmprogramm nochmal leichter, das wirklich loszulassen und einfach aufzuhören, nachzudenken. Schluss, aus, vorbei. Nachdenken, läuft nicht mehr. Und das ist so eine krasse Erfahrung, dass ich einfach super gerne Frauen begleiten möchte, auszusteigen aus diesem ganzen Zweifeln, das kann ich nicht, das steht mir nicht zu, das darf ich nicht. Diese ganzen Bullshit-Stories,
die unser Verstand uns da erzählt, um uns irgendwie an einem Platz zu halten, für den wir aber nicht hergekommen sind. Und es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, also diese neue Zeit, diese goldene Zeit. Und ich glaube, dass wir Frauen einfach mega wichtig sind dafür. Ganz viel Weiblichkeit will geheilt werden und dass wir einfach wirklich vorangehen und die Erde in eine neue Ära leiten und begleiten. Und das, ich glaube ganz fest, dass wir Frauen dafür hier sind. Ja. Das finde ich sehr, sehr besonders, dass du gerade da auf dieses Thema jetzt auch noch zu sprechen kommst, weil das war auch im Hinterkopf bei mir. Du sagst, wir haben ja alle unseren Platz hier. Wir sind ja alle hier auf Erden inkarniert, sicherlich bewusst, um unseren Platz einzunehmen, hier auf der Erde auch. Also es ist zwar vielleicht einerseits bequem zu verharren, oder auch, wir haben auch den Eindruck, wir können nicht raus, wegen Ängsten oder wegen irgendwelcher Dinge, Blockaden, die uns daran hindern. Ja. Und dann bleiben wir lieber da. Aber es ist nicht eine Privatangelegenheit. Es ist eine kollektive Verantwortung, die auch jeder und jede von uns auch hat. Und die Frage ist, wie schaffen wir das, da reinzuspringen in diese Verantwortung und die wirklich mit vollem Ja, also voll Ja dazu zu sagen. Ne? Ja. Ja, wirklich in unsere Größe zu gehen, komme was wolle, also wirklich kompromisslos zu uns zu stehen und unseren Weg wirklich zu gehen und eben jede ihren Weg, jeder ihre, seinen Weg zu gehen. Es gibt ja keinen Weg für alle, es ist ja Quatsch. Also, und der Weg entsteht tatsächlich beim Gehen, das ist auch so, dass ich so oft das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was der nächste Schritt ist, aber während ich ihn tue, merke ich, ah, da gibt's wieder einen Halt. Natürlich, wir sind ja immer sicher, wir sind ja immer getragen. Unsere Erde ist ja da für uns, so liebevoll, so schön. Ja, finde ich auch. Ja. Und in dem Moment, ich muss gerade so dran denken, wie du sagst, die Gedanken sind ja die Störfaktoren, sage ich mal oftmals, die uns daran hindern, ins Fühlen zu kommen. Und wenn wir schaffen, diese Gedanken halt klein, vor allem diese negativen, die uns so klein halten wollen oder womit wir uns selber klein machen, wenn wir davon loskommen, dann werden wir ja frei zum Fühlen einerseits, was unseren Körper angeht, ne, in uns selbst anzukommen auch, was ganz wichtig ist, wenn wir inkarnieren, also wenn wir vollständig inkarnieren wollen, um in unsere Größe zu kommen. Aber es geht natürlich auch dann viel leichter, sich zu verbinden mit dem, was noch um uns herum ist, also unsere Intuition einfach auch zu öffnen, denke ich. Ne? Ja. Und hast du die Erfahrung, dass Menschen, die sagen jetzt meinetwegen, oh, ich spüre gar nicht meine Anbindung an Mutter Erde, an den Kosmos, an meinen Körper, hast du die Erfahrung, dass das lernbar ist? Dass wir ja, unbedingt, unbedingt. Also das geht natürlich. Also wir können das mit ganz einfachen Mitteln machen. Ne? Wir können einfach rausgehen in die Natur, die Schuhe ausziehen und barfuß auf der Erde laufen und fühlen. Es geht immer wieder darum zu fühlen, den Kontakt zu spüren. Und das geht über so viele Methoden. Also ob das eine Massage ist, wo du spürst, den Kontakt spürst mit den Händen des anderen und deine Haut wahrnimmst, dabei die Wärme fühlst. Ob du autogenes Training machst zum Beispiel und dich wirklich einmal ganz in deinen Körper sinken lässt und den fühlst, wie schwer er sein kann. Und dass diese Schwerkraft eben auch etwas ist, was uns an die Erde bindet. Dass es was ganz Schönes auch sein kann, schwer zu sein, hier zu sein. Da gibt es so viele Sachen. Du kannst meditieren, du kannst angeleitete Meditation machen, in denen du dich energetisch mit der Erde verbindest, zum Beispiel mit dem Erdherz, und dich einschwingst auf Gaias Rhythmus, auf ihren Puls, und dich einfach tragen lässt von ihr und vertraust. So vieles gibt es. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch wieder nicht das Nachdenken der Schlüssel ist. Darüber fühlen wir es nicht. Natürlich nicht, da denken wir, da fühlen wir nicht, sondern es zu tun und wirklich regelmäßig zu tun, das ist die Kunst dabei. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, auch wenn du beim ersten Mal nichts fühlst und denkst, ach, Quatsch, für mich funktioniert das nicht, das ist Quatsch. Tu es einfach, immer wieder, immer wieder, immer wieder, und irgendwann wird es sich sehr deutlich vielleicht zeigen, oder es baut sich langsam auf, dass du das spürst, dass du dich mehr spürst, dass du vielleicht auch spürst, oh,
irgendwas im Außen tut mir jetzt nicht so gut. Das merke ich auf einmal. Krass, ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen. Genau. Und bleib einfach dran. Mach das für dich. Setz es immer wieder um. Weißt du, YouTube ist voll mit Gratis-Meditationen zu allen Themen. In meiner Facebook-Gruppe habe ich dazu auch ein paar Sachen gemacht. Für meine morgendliche Anbindung habe ich die mal live durchgeführt für die Mitglieder. Und das ist einfach etwas, was dir immer zur Verfügung steht. Es gibt alles kostenfrei. Der Trick ist einfach, das umzusetzen, das auch wirklich zu tun. Ja, es geht alles. Ja, sehr, 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 sehr schön. Danke auch nochmal für den Hinweis mit den Meditationen. Ja, gerne. Also ich höre das auch oft, dass mich Menschen fragen, oder ich habe mich selber auch manchmal gefragt, ja, jetzt setze ich mich hier hin und denke irgendwie, meditiere, soll aber nicht denken, aber ich soll ja doch denken, oder sonst kann ich ja nicht nachfolgen. Ja. Also es ist wirklich auch eine schöne Sache, geführte Meditationen sich einfach anzuschauen. Genau. Aber in der Fülle liegt natürlich auch wieder das bewusste Schauen, was ist für mich richtig, oder auch eben unbewusst sich führen lassen und ausprobieren. Ja, genau. Und wenn irgendwas in dir sagt, oh, die Stimme mag ich nicht oder so, dann lass es, dann such was anderes, was wirklich stimmig ist für dich. Genau. Ja. Genau. Also du hast eine Facebook-Gruppe, ne? Das hast du eben schon gesagt. Wo bist du denn noch so präsent? Erzähl doch nochmal im Internet. Auf YouTube, da habe ich wirklich ziemlich schnell angefangen, über meinen Weg zu erzählen und Videos zu veröffentlichen. Und ich habe natürlich meine Internetseite, wo ich auch Blogartikel schreibe. Ich bin bei Facebook, bei Instagram, und teile da immer mal wieder so Texte, Impulse meiner Seele, was gerade ansteht, was irgendwie gerade zu mir kommt. Und ja, genau, da bin ich präsent. Genau. Und du verschickst Newsletter, ne? Ich bin auch in deinem Verteiler drin, ist auch mal sehr spannend. Kannst du da noch ein bisschen was inhaltlich zu sagen, was in den Newslettern? Ja, genau. Das sind meine Lichtbriefe, so habe ich sie getauft. Und da tatsächlich lasse ich mich auch oft führen, wenn ich die schreibe. Also ich schreibe das, was irgendwie gerade mir in den Sinn kommt. Manchmal ist es, du bist die Sonne, Susanne. Das war schon mal ein Text. Oder weise ich auch auf die monatlichen Lichtkreise hin oder auf andere Angebote. Ich teile total gerne die Erfahrungen der Frauen aus den Soul Sessions, einfach weil mich das selber immer wieder so flasht und überwältigt, was da alles möglich ist und was geht. Und da lasse ich mich einfach auch führen. Also setze mich an den PC und schreibe einfach los, was meine Seele da gerade irgendwie geschrieben haben möchte durch mich. Und die schicke ich im Moment alle 2 Wochen raus, wobei ich auch merke, das wird sich auch in Richtung Impulse verändern. Also das, da tut sich bei mir auch gerade ganz, ganz viel. Du meinst, dass du es nicht regelmäßig nach Vorgabe machst, sondern impulsgeleitet sozusagen? Regelmäßig nach Impulsen, genau. Ja, super, dann fließt es wahrscheinlich sowieso noch mal besser, ne? Genau, ja, ja. Ja, also wirklich dir einfach zu erlauben, da auch rauszugehen für dich selber aus diesen Systemen, die man sich da selber kreiert und zu sagen, ich habe gesagt, das mache ich jetzt alle 2 Wochen, also mache ich das jetzt und mir ist aber vielleicht gar nicht an dem Sonntag danach, sondern da sagt meine Seele eigentlich was anderes, geh raus und tanze oder was auch immer und mir das zu erlauben, das dann auch zu tun und mich nicht dann trotzdem hinzusetzen und zu schreiben, weil das ist dann irgendwie echt, das ist blöd, da schneidest du dich selbst ab von deiner eigenen Energie. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das spürbar ist, dass dann auch nicht so was Schönes da entsteht für den anderen. Und darum geht's halt auch in diesem Seelensturm-Mentoring. Also wirklich, wirklich, wirklich immer zu folgen. Auch wenn daraus vielleicht vermeintliche Konflikte oder Anecken entstehen kann. Es braucht dann schon ein bisschen Mut, aber trotzdem lohnt es sich. Genau. Das glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Ja. Und du hast jetzt von den Lichtkreisen erzählt. Magst du da noch ein bisschen was uns an Info geben, was das beinhaltet? Ja, genau. Also die Lichtkreise, die finden immer am letzten Wochenende des Monats statt. Und das läuft so ab, dass ich, dass die Teilnehmer ihre Teilnahme buchen und dann öffne ich das Feld am Freitag um 10 Uhr.
Und dann sitze ich tatsächlich und gehe in eine tiefe Verbindung, so wie in den Soul Sessions auch. Und alle Teilnehmer erhalten dann die Energien dieses einen Themas, was dann ansteht. Und im Januar, jetzt am letzten Januarwochenende, geht es um grenzenlose Freiheit. Wow, das wird so, so schön. Das Thema ist zu mir gekommen, noch in den letzten Dezembertagen. Und ich dachte, boah, das klingt so schön. Das Gefühl dahinter war so toll, so weit, so frei. Und dann, genau, können die Teilnehmer gerne in der ersten halben Stunde, wo ich mich verbinde, mitfühlen. Also das machen viele, dass sie sich dann wirklich hinlegen oder hinsetzen, die Augen schließen und einfach empfangen, was da kommt. Und sie haben dann das ganze Wochenende bis Sonntagabend 18 Uhr Zeit, in diesen Energien zu baden. Wirklich immer wieder in das Feld einzutauchen, in diese Energien des Lichtkreises reinzugehen, sich aufzutanken, sich darin zu baden, so oft, so lange sie möchten. Und das tun ganz viele. Und sie sagen dann oft, wow, beim ersten Mal war es so, beim zweiten Mal war es so und beim dritten Mal war es auf einmal ganz anders. Und dann schließe ich sozusagen energetisch diesen Kreis am Sonntagabend um 18 Uhr. Und ich weiß, dass in dieser Zeit am Wochenende ganz, ganz viele Energien eingeströmt sind in die Systeme der Teilnehmer. Und dann schreiben mir ganz viele in der Woche danach, zum Beispiel, dass am Wochenende gar nicht so viel passiert ist, dass sie gar nicht so viel gespürt haben, aber dann geht's los. Dann zeigen sich auf einmal Prozesse, dann kommen auf einmal Gefühle hoch, dann begegnen sie immer wieder Themen. Genau, und nach 2 Wochen, also dann ist es so, ich sammle dann die Rückmeldung, wenn die Leute auch Fragen haben, dann sammle ich die. Dann gehe ich einmal live auf meinem YouTube-Kanal, geschützt natürlich, nur für die Teilnehmer, wo ich dann eingehe auf die Fragen, auf die Rückmeldungen, wo sie dann auch nochmal Fragen stellen können dazu. Und dann nach 2 Wochen, also wirklich zur Mitte des 9 Monats, öffne ich nochmals das Feld für alle, die dabei sind, damit wirklich diese Energien nochmals aktiviert werden und dich wirklich als Teilnehmende über den ganzen Monat tragen, bis dann das nächste Thema kommt. Genau, und das sind ganz, ganz schöne Dinge, die da auch geschehen. Und ich sehe da eben auch in dieser halben Stunde, wo ich mich verbinde, so viele Bilder. Das ist wirklich wie bei einer Soul Session. Ich sehe wirklich die Gruppe und ich sehe und spüre, was da passiert. Es ging einmal um deine wahre Größe im November. Da habe ich wirklich gesehen, wie am Ende alle auf einem Podest standen und sich gegenseitig angeschaut haben, gesagt haben, wow, wie schön und groß du bist. Und ja, du auch. Und jeder stand an seinem Platz. Und es war so groß, es war so magisch, so kraftvoll, ganz, ganz toll. Da waren über 90 Leute dabei, das war mega. Und genau, und ich glaube, dass jetzt der Januarlichtkreis, der wird so schön, so weit. Es wird so wie, also da spüre ich eine Energie der Unendlichkeit dahinter und das, da freue ich mich schon total darauf. Ja. Ganz toll. Wow, also ich spüre schon, wenn du darüber sprichst, ja, diese grenzenlose Weite, das ist so das ja. Grenzenlose Freiheit, ne, heißt der Lichtkreis. Ja. Das kommt so richtig so wie so in Wellen auch schon bei mir an. Das ist so, als ob ich mich selber auch schon so ein bisschen weite. Ja. Also ich denke, das wird total klasse. Mhm. Ja, und die Anmeldungen, die laufen dann, wenn man dann würde, wie läuft das, dass man sich erstmal bei dir im Newsletter anmeldet oder wie kann das? Genau, also man kann es auch direkt auf der Seite buchen, auf meiner Webseite. Und ansonsten, klar, genau, alle, die den Lichtbrief empfangen, bekommen das natürlich auch. Und genau, ja, über dich. Wenn du magst, kannst du das natürlich auch teilen in deinem Brief. Also ganz, es gibt mehrere Möglichkeiten. Genau, das Einfachste ist, über meine Webseite oder eben in den Lichtbrief zu springen und darüber dann sich anzumelden. Und ich teile das aber auch immer wieder über Facebook, über YouTube, über Instagram, weil immer wieder auch nochmal so Impulse dazu kommen. Also immer nochmal so kleine Details irgendwie, die dazu raus wollen und die das nochmal, ja, dieses Energiefeld schon so nach und nach aufbauen. Das ist auch immer so schön, dass ich das immer schon mal vorfühlen darf, was da alles geschehen will und was für Energien da wirklich am Wirken sind. Ganz, ganz schön. Ja, toll. Ja, nochmal ganz viele wundervolle Informationen, neu aufbereitet nochmal aus der Welt, der unendlichen Welt, der geistigen unendlichen Welt. Und
natürlich auch aus der irdischen Welt von dir. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Hast du vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch so ein Abschlussstatement, so ein Tipp vielleicht, wenn sie ihre Seele jetzt gleich sofort losnähren wollen und jetzt mal wirklich das, vielleicht auch eine kleine Anleitung nochmal. Du hast schon sehr viel gesagt, vielleicht einfach nochmal, kannst auch zusammenfassen. Genau, weil dein Thema ja auch die Seelennahrung ist und das finde ich so wichtig. Leg deine Hand auf dein Herz, schließ deine Augen und atme einfach. Atme, atme, atme. Und dann spür mal die Wärme, die von deiner Hand ausgeht und die sich mit deinem Herzen verbindet. Und spür mal, wie wundervoll dein Herz für dich schlägt in jeder Sekunde. Und dass hier auch dein tiefster innerer Raum ist, deine Essenz liegt, deine Seele wohnt, die immer, immer, immer bei dir ist, in dir ist und immer zu dir spricht. Und erlaub dir einfach mal, dich so oft in deine Mitte zu bringen, wie es dir irgendwie möglich ist, wirklich, ob beim Einkaufen oder sonst wann. Setz dich hin, schließ deine Augen. Scheiß drauf, sage ich jetzt wirklich bewusst, was andere Leute davon denken. Es ist egal. Es ist egal. Es geht nur um dich. Und dann komm an in dir. Erlaub dir immer wieder in dich zu schauen, in deine Ruhe zu gehen und dein Herz zu fühlen. Und ich glaube, dass das schon mal ein ganz kleiner Weg ist, eine ganz wichtige Möglichkeit ist, Kontakt zu dir aufzunehmen, zu deinem wirklichen Sein. Und dann geh weiter und mach es vor allen Dingen weiter. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und du wirst auf jeden Fall eintreten in deinen unendlichen Raum, wann auch immer das passiert und wie auch immer das passiert. Es gibt 1000 Wege dahin. Und dann wirst du fühlen und du wirst wissen, dass du wirklich, wirklich einzigartig bist hier auf der Welt. Und das ist das größte Geschenk, die größte Erkenntnis ever, glaube ich, weil dir dann so vieles klar ist und du einfach weißt, dass dein Weg auch einzigartig ist und du dich nicht daran halten musst, wie 100 andere Leute irgendwas tun. Geh deinen Weg, das, was für dich richtig ist. Um nichts anderes geht es hier. Und damit wirst du so viele Menschen inspirieren und hinterherziehen mit deiner Energie. Ganz, ganz schön. Von Herzen danke. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, möchte ich auch nicht, weil diese Energie ist noch so schön im Raum. Lass uns das Interview hier beenden, das liebe Norma. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, liebe Janne, von Herzen. Ja. Und wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Wir danke. Alle. Danke, danke, danke. Danke. Mach's gut. Tschüss.